Kürzlich fand am Kinastenhof in Engelfing ein Kurs zum Mähen für den Hausgebrauch statt. Sensenmähen ist ja nicht nur Nostalgie, sondern auch sehr sinnvoll, so wie es auch in der Einladung beschrieben ist. Wir werden heute den Kurs mit dem Sensenmähverein Schlierbach durchführen. Und an und für sich gibt es ja bei uns den Verein Wir Land, Wirtschaft, Landwirtschaft, über den das abgewickelt wird. Ein Sensenmähllehrer vom Sensenverein Österreich vermittelte den Kursteilnehmern die Technik rund um Sensenmähen. Dass das Interesse zum Erlernen durchaus gegeben ist, beweist sich, da auch Teilnehmer aus Mödling und St. Pölten anreisten. Die Einweisungen begannen mit dem Einstellen der Sense auf die eigene Körpergröße. Dieses ist wichtig, um den Körper zu schonen und ein optimales Schnittergebnis zu erzielen. Es ist einfach wunderschön, wenn man mit der Sensen auf der grünen Wiese steht und das Zischen der Sensen hört, das muss man einfach einmal erlebt haben. Und da kommt so eine Freude von innen raus und es ist eine richtige Erholung. Nach dieser Einführung ging es dann ab ins Grüne. Da es der Wettergott gut meinte und strahlenden Sonnenschein schickte, war es für die Anfänger gar nicht so leicht zu mähen. Denn wie aus alten Zeiten bekannt, sollte das Gras schon früh morgens, wenn der Tau noch auf der Wiese liegt, geschnitten werden. Nichtsdestotrotz schlugen sich die Neulinge wacker. Es war schon beeindruckend, wie fließend die Bewegungen bald waren und man schnell ein Ergebnis sehen konnte. Da das Gras aber bereits von der Sonne sehr trocken war, musste nach einigen Metern bereits wieder die Sense gewetzt werden. Dies hatte aber den Vorteil, dass man das Wetzen gleich gut lernte. Wie es schon früher der Brauch war, gab es zwischendurch dann auch eine Jause, um sich für den zweiten Mähabschnitt zu stärken. Nach dieser Pause gab es wieder Theoretisches zum Thema Dengeln. Man lernte dabei zwei Varianten, die oberösterreichische und die steiermärkische. Dann ging es wieder ab in die Wiese. Nun war es mit dem guten Wissen ums Mähen gar nicht mehr so schwer und man kam zügig voran. Das Resümee nach diesem Kurs war sehr positiv und machte den Kursteilnehmern schon eine große Vorfreude auf das Mähen der eigenen Wiese zu Hause. Wir haben so ein kleines Fleckel Grund, wo wir ein bisschen Kleinvieh drauf haben und eine Obstkultur. Und das ist bis voriges Jahr maschinell gemäht worden. Heuer haben wir aber einen großen Obstgarten angelegt, wo eigentlich das maschinelle Mähen fast nicht mehr möglich ist. Jetzt haben wir das selber mal probiert mit der Sensen. Nur irgendwas macht man da falsch, weil von selber kannst du das nicht lernen. Und da hat sich das dann angeboten, dass wir da den Kurs heraus machen. Und jetzt haben wir schon einiges gelernt und ich muss feststellen, dass man eigentlich viel falsch gemacht hat, was man heute da ausmerzen hat können bei dem Kurs. Das ist eine sehr wichtige Sache, dass man diese alten Sachen, die die Leute früher weitergegeben haben und früher auch erfahren haben, dass man das wieder weitergibt an die jungen Leute, wo das heute überhaupt nicht mehr gemacht wird. Und ich glaube, es ist ein wichtiger Beitrag auch im Rahmen der Autopädagogik, auch, dass man den Kindern und auch älteren Leuten dieses alte überlieferte Handwerk wieder näher bringt. Nicht zuletzt ist Sensenmähen ökologisch, leise, effektiv, leicht zu erlernen und wie wissenschaftlich belegt, überaus gesund. Wer jetzt durch diesen Bericht auf den Geschmack gekommen ist, dem sei gesagt, dass in den nächsten Wochen noch einmal ein Kurs im Kinastenhof stattfindet. Den genauen Termin geben wir Ihnen bei unseren Vorankündigungen rechtzeitig bekannt.